Hallo und herzlich willkommen bei Grobi TV, eurem YouTube-Kanal. Eigentlich sollte ich hier einen kurz und knackig machen, aber ich werde euch jetzt gleich ein Kino in Niederösterreich zeigen, im Weinviertel, bei unserem Kunden Thomas, welches dummerweise nicht kurz und knackig gehen wird. Und warum das so ist, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich bin hier in Österreich und habe hier 4, 5 Termine zum Kinoeinmessen von unseren Kunden wahrgenommen, die ihre Kinos selber bauen, die bei uns die Bausätze kaufen für Single Bus und Double Bus Arrays. Und unter anderem bin ich jetzt hier bei Thomas. Thomas hat bei uns Mac Audio Lautsprecher gekauft und 8 Zapfwoofer 15 Zoll, um sein Kino aufzupimpen, was er die letzten 5 Jahre selber gebaut hat. Ich werde die Kamera jetzt mal umschalten und dann seht ihr nicht mehr mich, sondern dann seht ihr, was ich hier gerade gesehen habe. Und das ist aller Ehren wert und ist es auf jeden Fall wert, gezeigt zu werden. So, ich saß hier oder sitze hier noch im Flur. Und zwar in dem Flur in der Kellertreppe, die nach unten geht. Und ihr seht hier schon, es gibt hier Rohre mit Figuren. Und auf einmal hier, mitten im Treppenabgang gibt es dann hier einen Kasten, der mit Nieten besetzt ist. Dann seht ihr hier Captain America, das Schild, Avengers, eine tolle Lampe und oh, die Treppe zum ersten Stock sieht genauso aus. Sensationell, wie so einem alten Gefängnis oder in so einem Bunkertrakt oder dergleichen. So, und jetzt nehme ich euch mal mit die Treppe runter, damit ihr seht, was ich gesehen habe. Wir gehen die Treppe runter und sehen dann ein tolles Blu-ray-Regal in der gleichen Optik mit den Nieten, mit dem Anthrazit-Farbton. Ihr seht hier vorne ebenfalls Blu-ray-Regale, DVDs mit dieser Optik. Auch die Türen zu den anderen Räumen sind so gemacht, dass sie in dieser Nietenoptik so gebaut wurden, lackiert wurden. Hier sind überall halbe Holzklötzchen drauf, die dann ebenfalls lackiert wurden, dass es aussieht wie Nieten. Und jetzt drehe ich mich nochmal um und sehe ein Gefängnis. Wir machen hier mal Weitwinkel an. Da hat der liebe Thomas hier neben seinem Regal, was er hat, auch noch so ein kleines Gefängnis gebaut, wo dann Getränke drin sind, der Popcornautomat, alles unter dem Treppenabgang. Und da sage ich mal Respekt und Anerkennung für so viel Liebe zum Detail und für so viel, ja, wirklich handwerkliche Feinheiten, die er in jahrelanger Arbeit selber gebaut hat. Ihr seht hier nochmal die Nieten, alles aus Holz gebaut, alles selber entwickelt. Handwerklich wirklich toll. Geht das hier auch auf? Na, das ist dann zu. Okay, das hätte mich jetzt auch gewundert. So, hier haben wir noch eine Tür. Das heißt, wir haben zwei Türen gegenüberliegend und wir haben zwei Blu-ray-Regale. Hinter welcher Tür ist das Kino? Ich sage es euch, hinter gar keiner, denn man muss hier vorne reingreifen. Dort sieht man einen Hebel, an dem muss man ziehen und dann geht das ganze Blu-ray-Regal auf und man kann das Kino betreten. Also eine versteckte Tür. Und wenn wir das Kino jetzt betreten, dann sehen wir, dass das ganze Kino im gleichen Design gebaut wurde. Die Eingangstür in diesem Stil, die Tür im Nebengebäude, da sind jetzt Akustikmodule aufgeklebt. Aber hier zum Beispiel die Subwoofer vom Double Bass Array, die hinteren Subwoofer. Wunderbar gebaut mit Nieten, mit Gehäusen, mit einem Metallgestänge. Ich höre einfach mal auf zu reden und lasse das Ganze einfach mal auf euch wirken, dass ihr mal seht, was hier wirklich handwerklich umgesetzt wurde. Das hier unten, da wundert man sich, warum ist da eine Klappe in der Wand? Das ist die Katzenklappe, damit die Katze des Hauses ebenfalls an Filmabenden teilhaben kann und rein und rausgehen kann. Und ihr seht,
Das ganze Design, das ganze Layout, ich weiß gar nicht, ob man das mit der Handykamera hier sieht, hier aus Holz, solche Winkel gebaut, die aussehen wie Stahlträger, alles aus Holz gebaut, wirklich in mühevoller Kleinarbeit, handwerklich wirklich sauber umgesetzt. Die Diffusoren sind selber gebaut. Kurz zu den technischen Daten. Diese Leinwand ist 3 Meter breit, 16 zu 9, wie ihr seht. Hinter der Leinwand sind 15 Zoll Subwoofer als Double Bus Array. Dann haben wir als Auro-Lautsprecher haben wir Klipsch-Lautsprecher. Sieht man jetzt leider nicht ohne Beleuchtung mit der Handykamera. Dann haben wir hier auch Absorber-Diffusoren an den Seitenwänden. Diese Klappe hier ist das Fenster. Das heißt, man hat hier vorne einen Metallriegel. So sieht man es. Den kann man dann aufmachen. Bin ich jetzt wahrscheinlich zu doof für. Und kann dann das Fenster einfach aufklappen. Und man sieht ja, dahinter ist das Fenster, sodass man hier auch belüften kann. Aber von außen sieht es halt nicht so aus, als wenn da das Fenster hinter wäre. Die Technik ist ebenfalls zugänglich und verbirgt sich hinter diesem Klappmechanismus. Hier hat Thomas einfach zwei Scharniere genommen aus dem Möbelbau, aus dem Küchenbau. Hier sieht man die Scharniere, sodass man diese Tür einfach nach oben rauf und runter klappen kann. Wir haben einen Marantz 8015, einen Blu-ray-Player, daneben ein Apple TV und unten eine Dynacord in der Silent Edition fürs Double Bus Array. Das ist eigentlich alles, was hier an Technik verbaut ist. Dann haben wir ein 5.1 Setup mit 5 Auro-Lautsprechern. Voice of God, Front High, Rear High. Wir haben momentan noch einen alten Epson 7300 verbaut, der allerdings in naher Zukunft ausgetauscht werden soll. Und eigentlich so die letzte Stufe ist, damit das Kino fertig ist. So, und jetzt seht ihr, warum ich hier keinen kurz und knackig machen konnte, sondern warum das Ganze einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht und es wirklich rechtfertigt, dass man diesen tollen Raum, den man jetzt dummerweise mit der Handykamera gar nicht wirklich so wahrnehmen kann, diese ganzen Details hier, die Nieten an den Decken, wirklich hier mal präsentieren kann. So, das Ganze wurde jetzt von mir eingemessen hier vor Ort. Wir haben das Double Bus Array richtig eingerichtet, wir haben den Marantz richtig eingerichtet, wir haben die Lautsprecher richtig angepasst. Die kleinen Mac Audio S6 machen hier auch wieder einen hervorragenden Job. Sie sind sehr dynamisch, können auch im Pegel mit dem Double Bus Array mithalten. Und der Kunde hatte jetzt schon viel Spaß bei den ersten Testszenen und ich bin mir sicher, dass er hier noch ganz viele tolle Filmabende abhalten kann. Und auch seine Frau, die auch sehr filmbegeistert ist, hatte hier auch schon viel Spaß. Vielleicht ist der Patrick ja mal in der Nähe und dann können wir hier ein Video machen in Niederösterreich und können dieses tolle Kino nochmal im Design und im Detail auch vorstellen. Ansonsten fand ich sehr inspirierend, was der Thomas hier gebaut hat. Und ja, hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen auf dem Weg in dieses Kino. Und ihr konntet zumindest im Ansatz nachempfinden, was ich hier empfunden habe. Diese Freude und diesen Spaß an den ganzen Details und an den handwerklichen Lösungen. In diesem Sinne werden wir jetzt noch ein paar Details einblenden, die ich jetzt gleich noch aufnehme. Und ansonsten bitte abonnieren, Glocke drücken, alles was dazugehört, sodass ihr hier kein Video mehr im Grobi YouTube-Kanal verpasst. Bleibt gesund und bis in Kürze. Macht's gut. Ciao.